So, herzlich willkommen zurück zu Rust und wir sind hier gerade am Sonnenaufgang angucken. Direkt hier neben dem Plätzchen, wo wir unsere Base bauen wollen, dachte ich mir, stelle ich mich doch gleich mal hier rauf, während der Mond da hinten untergegangen ist und die Sonne jetzt hier aufgeht. Und ich habe hier gerade auch schon einen freundlichen Franzosen kennengelernt, dem ich gerade erstmal erklären musste, dass ich mehr oder weniger noch ein Noob bin in dem Spiel. Auch wenn ich schon 69 Stunden, glaube ich, waren sogar, gespielt habe. Habe ich ja damals noch nicht wirklich viel erreicht. Ich bin halt ein bisschen rumgerannt, habe ein kleines bisschen versucht, was zu bauen, bin dabei aber mehr oder weniger gescheitert. Und ja, ich hätte gesagt, wir wollen die Base hier bauen. Ich habe nicht mehr so viel Holz, glaube ich, 45 Holzstämme. Das heißt, wir müssen Holz hacken. Wir müssen uns des Weiteren um Nahrung kümmern. Und vielleicht auch noch die ein oder andere Lootrunde hinter uns bringen. Und ja, hacken wir doch mal los, hätte ich gesagt. Okay, scheinbar sind viele Russen hier in dem Spiel. Okay, schreibe ich ihn mal schnell zurück. Okay. Ist das schlecht? Is that bad? Mal gucken. Ich weiß, wie ich das damals gespielt habe, waren tatsächlich auch viele Russen in dem Spiel. Und einige davon, die haben dann auch immer versucht, die Gebäude, was man gebaut hat, zu zerstören oder einen zu killen. Ich meine, klar, PvP gehört natürlich dazu. Aber es waren tatsächlich, ohne da jetzt irgendwie das auf das Volk reduzieren zu wollen, aber es waren auch nette Kontakte dabei, muss ich sagen. Habe ich auch mit vielen Russen echt mich nett unterhalten können, aber einige waren dabei, die waren so richtig badass unterwegs. Die haben gemeint, sie müssen es einem ordentlich besorgen und haben dann halt wirklich, sind einem praktisch mehr oder weniger hinterher und haben einem aufgelauert. Ah, okay. Cheater, also du. No comment. Naja. Ja, ich weiß natürlich auch, aus den Bäumen bekommt man nicht ganz so viel Holz raus, wie aus diesen Holzstapeln. Aber ich denke, da finden wir jetzt dann da unten im Tal welche, unter Umständen. Ja, und natürlich nehmen wir auch die anderweitigen Ressourcen wie Stein, Eisen und so nehmen wir natürlich auch gleich mit. Brauchen wir ja bestimmt später auch noch für irgendwas. Jetzt könnten doch hier so langsam mal Holzklötzchen auftauchen. 999 Nahrung habe ich noch unten in meinem Hut. Sinkende Tendenz natürlich. Wir sind ja hier auch schon wieder fleißig am Werkeln. Aber es soll ja erstmal kein Problem sein. Nur irgendwie sehe ich kein Holzstapel. Naja, dann wird uns schon noch einer über den Weg laufen. Ich würde halt ganz gern zumindest mal das so ein Grund, vier Wände oder ja, drei Wände und eine Wand mit Tür und ein Dach vielleicht bauen, damit wir zumindest mal unseren Loot, den wir finden, in Sicherheit bringen können, bevor wir hier die Insel erkunden. Weil nicht, dass wir dann dabei draufgehen und dann war's das wieder. Dann können wir wieder von vorne anfangen. Das fände ich dann doch ärgerlich. Und ich weiß, ich begebe mich auch schon wieder relativ weit weg von unserer Base. Aber hier haben wir Holz. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, wie viel kriegen wir denn hier raus? 30, 40, 50, 60, 70, nein, nicht ganz 70, 69 waren es, okay. Aber das ist doch schon mal mehr als so 10 Stück aus einem Baum. Und da sehe ich schon, ist es gefährlich. Okay, er spielt das hier scheinbar schon relativ lange. Den Holzklotz hier noch schnell wegmachen und dann schreibe ich ihn gleich zurück und verstecken. Thanks for the offer.
Das muss ich sagen, finde ich nur ein bisschen schade, dass diese Tierchen hier scheinbar alle immer so auf den Haufen gedrängt sind und nicht so überall verteilt und auch rumlaufen und sich frei durch die Landschaft bewegen. Das würde mir jetzt hier definitiv noch fehlen. Ich weiß nicht, wie es beim neuesten Update ist, aber da habe ich in der Zeit, wo ich natürlich auch schon rumgelaufen bin, habe ich kein einziges feindliches Tier, Zombie oder whatever gesehen. Ja, immer schön vorsichtig anschleichen. Und sie reagieren hier scheinbar auch noch nicht auf Geräusche. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, weil ich bin halt doch schon relativ dicht dran, muss ich sagen. Aber na gut, ist ja nur zu unserem Vorteil aktuell, muss man sagen. Okay, hier ist radioaktiv. Ist dann hier auch irgendwo ein Gebäude, das man looten kann? Oder kommt man hier überhaupt irgendwie hoch? Da vorne sind wieder so verstrahlte Tierchen. Und da ist, glaube ich, da wäre ein Wildschwein, das man jagen könnte. Ich möchte jetzt aber auch zu weit in dieses verstrahlte Gebiet hier rein. Oh, bleib stehen. Komm. Ja. Nein. Ja, sehr schön. Weil wir brauchen ja Nahrung. Und da kommt mir so ein leckeres Wildschweingulasch kommt mir da gerade recht, muss ich sagen. Und ja. Ich hätte gesagt, wir begeben uns auch langsam wieder zurück in Richtung Base. Können wir den Hirsch, erwischen wir den? Oh, da ist ein Fuchs, ein Verstrahlter. Dann schleichen wir uns mal hier langsam an diesen Holzstapel noch ran. Ah, die Radioaktivität hat auch wieder aufgehört. Finde ich gut. Sehr schön. Da vorne ist noch ein Stein. Ich finde es ja auch total nett, muss ich sagen, dass uns der Franzose hier jetzt seine Hilfe angeboten hat, wenn wir Fragen haben etc. Aber wir wollen das ja alles alleine herausfinden, wie was funktioniert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einiges ich mich vielleicht noch erinnern kann, aber ich werde nicht alles mehr wissen. Oh, wir haben Hunger. Okay, dann sollten wir schleunigst mal zurück ein Lagerfeuer bauen und uns dann mal lecker was zu essen machen. Um dann frisch gestärkt in die Mission, ich baue mir eine Base, übergehen zu können. Aber ich nehme natürlich alles, was ich auf dem Weg hier noch finde, nehme ich natürlich mit. Sehr gut. Wenn es im Leben so einfach wäre, wenn man sich so einfach wäre. Nee, wenn man so easy an Rohstoffe rankommen würde, wäre das schon eine knorke Sache eigentlich, aber ist halt nicht so. Man muss hart für arbeiten. Beziehungsweise im Augenblick bin ich ja noch mitten im Studium. Und bei mir geht's jetzt scharf aufs Praxissemester zu. Und auch da ist dann wieder harte Arbeit. Aber es ist alles kein Thema. Ich habe es mir ja freiwillig so rausgesucht. Da muss ich durch. Macht ja auch Spaß. Und ich mache es ja gerne. Von deswegen. Schönes Wort, deswegen. Keine Ahnung, wo das herkommt, wo ich das aufgeschnappt habe. Naja. So. Irgendwie hat man das Gefühl, wenn der hier läuft, dass er zwergenwüchsig ist, oder? Oder das Gras ist einfach nur verdammt hoch. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, mir sind zwergenwüchsig. Also so einen halben Meter groß oder so. Wenn mich nicht alles täuscht, war es hier exakt. Wunderbar. Dann gehen wir mal vorbei und dann craften wir uns mal ein Lagerfeuer. Campfire. Need, ja, 383 Holz haben wir, das ist doch schön. Das höre ich gern. Ah, und ich sehe schon, unsere Axt
wird auch schon wieder schwächer. Da müssen wir uns demnächst auch eine neue. Ein paar Metal Fragments haben wir noch. Ich glaube aber nicht, dass die reichen. Wo war denn die Axt? Die Axt, die Axt, die Axt. Ja, suchen wir gleich. Erstmal um Nahrung kümmern. So, nicht allzu weit hier nach vorne. Da hinten rein ist doch schön. Hierher. Halt. Open. Genau, dann packen wir die rohe Hühnerbrust aus dem Wildschweinchen. Wir splitten das jetzt gleich mal auf in drei Teile. Was sagt er? And shoot, it's me, don't worry, I hunted animals. Ah ja, ja, okay. Ja. Genau. Zack. Wie komme ich hier wieder raus? So. Und zack. Reicht so, no prob. So, was wollte ich gucken? Ach ja, was wir für die Axt denn brauchen. Wo war die Axt? Die Axt. Die Axt, die Axt. Hatchet, da haben wir sie. Ah, ich könnte mir sogar noch eine exakt craften, das mache ich doch gleich mal. Die brauchen wir eh. Von daher haben wir zwar weniger Holz zur Verfügung, aber das spielt ja erstmal noch keine Rolle. So, wie schaut's hier drin aus? Nee, er kocht noch. Ja, warum geht das hier weg? Crafting? Ah, okay, sie ist da. Alles klar. Hier kommt Klamotten dann, wenn wir welche finden, rein. Damit man uns ein bisschen vor der Radioaktivität und so, Panzerung und Geschichten. Sehr schön. Haben wir gleich mal hier ordentlich was zu verknabbern hier. Wollen wir auch gleich mal tun. Komm, nochmal. Und einer geht noch. Sehr gut, sollte reichen. Naja, wobei, wir können, das mal können wir es uns erlauben, machen wir mal voll. Einer geht noch. Oh, noch einer. Sag mal, jetzt hat. Der ist ganz schön hungrig hier, der Kleine. Ich würde das jetzt hier drinnen auch gerne aufsplitten, aber das geht nicht. Schade. 80 Kalorien und minus 10 Health, wenn ich es roh esse. Ich verstehe. Naja. Er wird es doch jetzt bald fertig haben. Sehr schön. Und das gleiche jetzt noch einmal. Kriegen wir das in die Kohle, müssen wir auch sammeln später. Dann, die brauchen wir, glaube ich, um irgendwie Munition herzustellen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Crafting. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Na, was mit dem Scrollen hier funktioniert nicht so ganz. Pillars. Woodplanks. Okay, brauchen wir für die Wall brauchen wir auch Woodplanks und für die Doorway brauchen wir auch Woodplanks. Okay, dann hätte ich gesagt. Wandeln wir alles mal in Woodplanks um, wenn ich sie dann finde. Bars, Foundation, Woodplanks. Das mit Scrollen hier in dem Menü ist noch ein bisschen seltsam. Barricade, Storage Box, da brauchen wir auf jeden Fall auch eine. Workbench, dann können wir schneller craften. Woodgate. Ah, hier sind sie, Woodplanks, genau. Jo, dann. Machen wir doch mal. Keine Ahnung, wir haben 358 Holz. Wie gesagt, machen wir mal 350, mehr geht eh nicht. Genau. Und craften. Geht ja Gott sei Dank noch relativ zügig hier. Allerdings können wir uns wieder nur langsam fortbewegen. Box draus, falls wir angegriffen werden. So, der ist auch fertig. Genau. Vorrangig. Und dann können wir es doch gleich mal wieder extinguishen, ausmachen. So. Und wir haben schon wieder Hunger wie Sau. Okay, wir brauchen jetzt 1, 2, 3. 3 pro Seite sind 6, 7, 8 Pillars. Passt doch gut. Und der braucht noch 20 Sekunden.
auch gut, dass wir schon Munition haben, aber noch keine Waffe. Aber ich denke, das Problem, das lösen wir auch noch demnächst. So, fertig, komm. Sehr gut. 35 Wood Planks haben wir. Das heißt, wir brauchen Pillars. Was haben wir jetzt gesagt? 3 und 3 macht 6 und 2 macht 8. In der Mitte machen wir mal gerade noch keine. Erstmal, dass wir Außenwände außenrum bekommen. Was kostet die Wall? Ja, können wir nicht umschalten gerade, okay. Stairs brauchen wir dann eventuell auch, weil ich möchte nach Möglichkeit gerne mehrstöckig bauen. Aber ist ja auch alles überhaupt kein Problem. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Außenwände hinbekommen. So, gleich haben wir es. Achtmal. Sehr schön, das ist die 5. Genau. Jo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sehr schön, sehr schön. So, dann brauchen wir Außenwände. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Woodwall. Wir brauchen einmal brauchen wir mit Tür und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ohne Tür. Und hier hätte ich gesagt, machen wir die Tür her. Oder hier? Nee. Na doch, rechts davon. Rechts davon die Tür. Und hier würde ich vielleicht sogar noch mit Fenster hermachen. Ein Fenster, eine Tür. Und dann 2, 4, 6 normale Wände. Okay. Woodwall. Kostet 4. Bringen wir 6 Stück raus? Nein, war klar. Aber dann machen wir halt erstmal 4. Und die brauchen jetzt doch etwas länger wieder. Okay. Dann hätte ich gesagt, können wir ja die Zeit nutzen und uns mal da runterschleichen. Bin mal gespannt, wie lang es Tag ist. Weil die Nacht, die vergeht immer relativ zügig. Und ich hoffe, dass der Tag nicht ganz so schnell vorbeigeht. So, jetzt hat alles geschafft. Kein Holz mehr zurück. There is no wood left, da ist kein Holz links. Ja, ja. I speak English very well, Breggerless Weiser, nicht zu schnell. Du wirst es schaffen. Oh, scheinbar ist das Craften fertig. Könnte ich nur gutheißen. Yeah, weil wir können zumindest rennen. Ich glaube, das ist ein deutliches Indiz dafür. Schwupp. So. Ja, wir haben 4 Wände, das ist schon mal schön. Das legen wir auf die 5. So dreht man und so baut man sie hin. Ich weiß nicht, ob wir hier nicht auch noch Fenster hinmachen sollten. Zwecks der Aussicht nach außen in Gefahren. Ne, aber im unteren Bereich lasse ich es mal. So, und dann einmal drehen hierher. Und dann hier noch eins. Genau, und im oberen Stock machen wir dann mit Fenstern, da kann dann keiner einbrechen. Wobei ich glaube, man kann ja diese... Es gibt diese Iron Bars, oder wie die heißen. Irgendwo, dass man die Fenster dann mit Gitterstäben zumachen kann. Metal Window... Genau, Metal Window Bars. Man kann auch durchs Fenster keiner mehr einsteigen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, bisschen Holz haben wir ja noch. Schauen wir mal, wie viel Blanks das mal rauskriegen. Oh, 31, das wird wahrscheinlich nicht so viel. Ja, 3 Stück, das ist ein bisschen von Arsch, würde ich mal spontan sagen. Und eine Woodwall braucht wie viel?
Ja, genau 6, ne? Dann craften wir doch mal eine. Ne, 4 braucht sie. Half 6, ja. Okay. Dann können wir die eine noch mit einbauen und dann gehen wir mal wieder los und suchen neues Holz. Ich jetzt 5 drehen und Bams. Sehr schön. Hunger ist noch okay. Haben wir noch fast voll. Schauen wir mal, wie lange das noch so ist. Schade, ich habe mir ja eigentlich erhofft, dass dieses Gebiet hier ein bisschen besser mit Ressourcen versorgt ist. Ich weiß aber auch nicht, wie hier die Spawnrate allgemein ist. Ob die immer fixe Plätze haben, an denen sie spawnen, oder ob sich das willkürlich verhält. Das kann ich leider nicht sagen. Hier ist auf jeden Fall ein Stein. Den wir mal platt machen. Sehr gut. Und hier haben wir Holz. Das finde ich auch gut. Es sind bestimmt auch wieder 70 drin. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 sogar dieses Mal. Das ist cool. Einmal in die Richtung ein bisschen rennen. Nichts auf der Seite. Nur noch da vorne. Da vorne ist ja auch, glaube ich, die Gegend, wo wir schon mal gelootet haben. Ja, ich sehe da Häuser. Stimmt, wir sind dann über die Wiese nach hinten gegangen, genau. Und das ist ganz cool, weil da sind wir, glaube ich, ziemlich gut an der großflächigen, nicht so stark verstrahlten Gegend dran. Und wenn wir schon mal hier sind, gehen wir sie doch mal wieder durch. Mal alle Häuser nochmal durchmachen, da wäre ein erwachsenes Bambi. War Bambi eigentlich weiblich oder männlich? Ich weiß es gar nicht. Ah, Munition. Das sind sogar zwei Bambis. Und ein Bär, okay. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Kommt der hier rein? Nein, er scheint nicht hier rein zu kommen. Treffe ich ihn von hier? Ich treffe ihn, aber er trifft mich auch. Oh shit. Okay, nicht schön. Repairen? Nee, wir haben noch keine Workbench, die man dafür, glaube ich, braucht. Wow, der hat mich fast getötet. Umso besser, dass wir hier Nahrung noch gefunden haben. Wollen wir gleich mal was essen, weil dass sich das Blut ein bisschen regeneriert wieder. Wäre zumindest nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir mal uns was überlegen, wie wir den Bären am besten entkommen. Wie ist es durchs Fenster? Nee, treffe ich ihn leider nicht. Okay, das Essen hat so schon mal noch nicht gereicht. Na, wir haben hier noch irgendwelche Dosen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Thunfisch. Gut, dann essen wir den einfach mal komplett auf. Bringt aber nicht so viel, aber das Gefühl, wie ist es, wenn ich hier was esse? Ja. So, jetzt einfach raus und rennen. Ich glaube, es wird Abend. Wie viel Holz haben wir denn mit 91? Das reicht nicht. Okay, ich renne jetzt einfach mal drauf los. In der Hoffnung, dass er uns nicht hinterherkommt. Er ist zumindest leiser geworden. Könnte ein gutes Zeichen sein. Und dann mal in das Haus hier rein. Hier ist ja auch immer noch was zum Leben. Ah, Metal Fragments. Sehr schön. Und Schokolade. Bringt die was? Okay, er ist wieder da. Frage ist, wo ist er? Da steht er. Okay, raus, rechts rum. Ja, er läuft weg, das ist gut. Raus, rechts rum. Ah, er hat uns wieder gesehen. Okay. Ja, da ist er.
Dann rennen wir mal da hoch. Ich meine, es wird zwar dunkel, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir sind ja hart gesotten und unerschrocken unterwegs hier mit unserem kleinen Zwergchen. Ich weiß jetzt nicht, ob uns der Bär bis hierher auch folgt. Ich hoffe mal nicht, weil noch so ein Schlag, weil jetzt haben wir auch weniger Blut. Oh, schön. Und Radioactive Pills. Ja, er folgt uns nach wie vor. Das nervt. Ich kann mich halt aktuell noch nicht wirklich wehren. Das ist das Problem gerade so ein bisschen. Und jetzt wird es dunkel und da sehe ich auch nichts mehr. Ich meine, ein bisschen was, klar. Das hört sich jetzt nach Wolf an. Schauen wir mal, ob wir ihm entkommen können. Nochmal ein bisschen Fackellicht. So zumindest annähernd was sieht. Und dann begebe ich mich jetzt einfach mal zurück zur Base. Und hoffe, dass wir die loswerden hier. Steinchen. Ich hatte kurzzeitig mal gedacht, das wäre auch ein Bär. Weil dann hätten wir so langsam aber sicher, glaube ich, die ganze Meute am Hals hier. Und für den Moment, muss ich sagen, nervt es immer ein bisschen, dass man sich nicht nach hinten umsehen kann. Oder zumindest weiß ich nicht wie. Oh. Das ist schlecht, ich glaube, der erwischt uns. Und vielleicht, dass man irgendwie durchs Gebirge entkommt oder so. Das wäre halt schön, wenn es dafür jetzt Tag wäre. Also man sieht, wo man hinläuft, so richtig sieht, wo man hinläuft. Ja, ich gehe jetzt mal hier hoch jetzt. Ich habe auch so das Gefühl, da sind zwei Wölfe hinter uns. Hier komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Heieiei, da wäre jetzt halt eine Schusswaffe schön. So, damit die ordentlich erledigen könnte. Hier hoch. Lang. Okay, sie sind wieder leiser geworden. Man hört sie nicht mehr. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr da sind. Schauen wir mal hier hoch. Okay, ich sehe nichts. Schauen wir mal die Fackel an. Trauen wir uns mal. Nee, ich glaube, das sieht gut aus fürs Erste. Die Fackel ist auch gleich alle. Machen wir sie mal lieber wieder aus. Und da unser Äxtchen raus. Ah ja, halt. Hier müssen wir hoch. Ja, Orientierung ist gerade noch ein bisschen nicht meine Stärke. Aber hier sind wir richtig, ja. Exakt. Okay. Ja, jetzt können wir mal gucken, wie viele. Schön, dass wir so einen Helm gefunden haben. Finde ich gut. Da ist so ein Radioactive Man Helm. Wäre es jetzt schön, wenn man davon noch den ganzen restlichen Scheiß hätte. Ja. Wir brauchen Woodplanks. Die sind hier. 9 Stück ist jetzt nicht die Welt. Aber das bekommen wir schon hin. Und ich habe auch das Gefühl, es wird schon demnächst gleich wieder hell. Wäre natürlich echt schön, wenn dem so wäre. Okay, die Woodplanks sind fertig. Dann brauchen wir jetzt wieder eine Woodwall. Da brauchen wir nur noch eine. Dann brauchen wir ein Wood Window. Wollen wir unten Wood Window reinbauen? Mann, ich glaube, wir bauen unten komplett mit Wood Wall zu und machen dann nur oben mit Fenstern. Aber auch nicht überall, weil da kann man ja reinschießen etc. Und das wäre natürlich nicht cool. Deswegen. Ja, ich bin noch da.
Jetzt habe ich nur einen gebaut. Okay, ich baue noch einen zweiten. Und dann noch die Doorway. Between two pillars. Ja, das haben wir ja. Die Pillars haben wir ja schon alle. Aha, er geht essen. Okay, was heißt einen guten Appetit? Appetit. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig geschrieben habe, aber er wird es verstehen. So, dann bauen wir mal zu. Einmal hier und einmal hier. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein perfektestes Französisch war, aber soll mich nicht stören. Die Franzosen, die sprechen ja auch Ungarn-Deutsch. Habe ich mir mal sagen lassen. Ja, ich weiß, dass Thanks Merci heißt. Ja. Wir wollten eine Tür noch craften. Tür. Doorway. Brauchen wir. Scheiße, reicht nicht. Okay, dann müssen wir mal kurz noch zumindest einen Baum fällen. Ich finde es gut, dass man hier auch noch vorbeilaufen kann. Oder vielleicht auch nicht gut, je nachdem. Kommt auf die Situation drauf an, aber ich finde es jetzt. Zunächst finde ich es mal gut. Oh, da kommt ja richtig viel raus aus dem hier. Reicht das schon für Wood Planks? Yes. Krieg mal eine mehr und aus. Aber es reicht nicht von der Tür, glaube ich, dann, oder? Schauen wir mal. Doch, reicht. Und zwar exakt. Perfekt. So, hier soll die Tür her. Wood Doorway. Craft. Eine, und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Wood Door. Hier. Wood Gateway, Wood Gate. Das ist auch interessant. Das wollte ich eigentlich schon immer mal bauen, aber es kam nie dazu. Und deswegen mache ich das Ganze hier eigentlich auch primär. Ja, wunderbar. Wir haben unsere vier Wände fertig und ich komme hier nicht mehr rein. Ja doch, muss ich mich ducken. Okay. Ist auch lustig. Raus geht. Rein geht nicht. Das ist natürlich schlecht, wenn man unterwegs ist und schnell sein muss. Aber ist jetzt halt so, kann man nicht ändern. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal vorschlagen, wir machen an dieser Stelle für heute wieder Schluss. Wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Und für die nächste Episode nehmen wir uns dann mal die Tür und die Treppe sowie auch die Decke vor. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!